Die können dann halt auch hier im Esszimmer essen und schlafen, dann brauche ich sie nicht separieren, wie ich sonst immer gemacht habe. Was ich jetzt erstmal brauche, ist Gold, um den Hort auszubauen. Was heißt sonst immer machen? Die Forscher habe ich bis jetzt eigentlich nie wirklich eingesperrt. So, legen wir mal schon mal hier alles tiefer. Und hier drunter ist wieder Stein, aber den Stein, den ignoriere ich jetzt. Ich verbessere erstmal den Zwergenhaut. So, und wenn er hier fertig ist, dann mache ich den Raum dicht. Dann mache ich hier wieder mit Brücken dicht und porte ihn erstmal hoch. Und den Stein da ignoriere ich auch. Stein kriege ich nämlich zu Genüge eigentlich. So. Ja, futtert was. Und wir arbeiten uns langsam in Richtung Spitzhacken. So, gleich ist der Tisch tiefer gelegt. Ja. Kommen die da unten schon mal ans Essen oder die da oben nicht? So, Fallenverbesserung. Dann kommen als nächstes bessere Spitzhacken. Und der macht jetzt gerade um den Tisch herum frei, hoffe ich mal, und in Richtung Leiter. Naja, das Gold, da können wir auch ausgraben schon mal. Also ja, sie holen langsam alle Zwerge runter. Essen ist jedenfalls wichtiger als schlafen. Ja, er pennt nämlich schon auf dem Fußboden. So, die Truhe kann ich schon mal hier aufstellen. Und ich könnte schon mal den Thron nach da verschieben. Und die Fackeln links und rechts hin. Obwohl. Du kommst dahin.
Du kommst dahin und dort wird noch eine Statue aufgebaut erstmal. Statuen sind hier. Jo. So eine. Weil wir gerade so weit sind, kommen da auch gleich zwei Wachrüstungen hin. So. Sie kommen ans Essen ran, sie kommen noch an die Schlafplätze ran. Und wir haben ein leichtes Plus, was die Zufriedenheit angeht. Jo, er buddelt auch wieder hier runter. Jetzt buddelt er ihn hier runter, mitsamt seinem Bett. Yay, Zwerge können Schlaflevitation. Der hat echt einen tiefen Schlaf. Fällt ihm jetzt gleich auf, dass er runterfallen sollte, ja. Ich nehme mir schon mal einen Block und mache hier zu, so. Und langsam kracht auch jetzt der Rest nach unten. Hier muss ich zumachen und die zwei muss ich noch irgendwie dann zumachen. So, der Thron ist schon mal unten. Und wir können die Statue verschieben. So. Thronsaal nimmt langsam Form an. Ich brauche mal kurz eine Leiter hier, dass ich hier auch die Blöcke setzen kann, weil ich könnte schon mal anfangen, den Thronsaal grob mit Stein auszukleiden. Stein kriege ich ja, wie gesagt, zu Genüge. Und da ist ein Steinding falsch gesetzt worden. So, kann ich auch gleich Steinwände setzen. Ah, hinter der... Na komm. Jetzt konnte ich sitzen. So. Fehlt noch hier der Holzblock. Und da müssen die beiden noch weg und ersetzt werden. Ich könnte ja theoretisch auch Steinmauern reinbauen. Hier unter Befestigung. Ne, hier sind Befestigungen. Eine schöne Steinmauer kostet 50 Stein und etwas Holz. Hm. Das ist die einzige, naja, okay, eine eisenbewehrte Holzpfähle, die bringen auch ein bisschen Zufriedenheit. Und Drachenblutsteinmauer natürlich.
Mauerstein Obsidianmauer, Mauerstein Titanmauer. Hm. Ne, ich mache erstmal lieber alles mit Dings zum Befestigungen. Sind ja nur die Sachen hier. Dann werde ich einfach mal irgendwo ein paar Wände mit Steinwänden pflastern. So, ich hätte erstmal gern den Thronsaal auf jeden Fall fertig. Ah, hier ist ja auch noch mehr Gold. Und eine ganze Menge Silber. Oh, das Eisen hier. Komme ich auch noch ran. Da muss ich aber auch irgendwann mal anfangen, hier auch dicht zu machen. Ernsthaft, wie viel Eisen ist denn hier noch? Und hier ist wieder Turmalin. Es ist ja sehr schön, dass hier Turmalin ist. Turmalin und Eisen. Lass mich raten, ich grab gerade in diese riesengroße Eisenader rein, oder? So, ich kann schon mal wieder Thronen bauen. Ja. Weißt du was? Nee. Hier grabe ich definitiv nicht weiter runter erstmal. Fürs Erste hätte ich immer noch gern wirklich die besseren Holzpflanzen mal wieder, aber die schalten sich ja irgendwann mal von selber frei. Ah, hier ist echt viel Gold. Und hier ist sehr viel Stein. Und Eisen. Noch mehr Eisen. Nein, erstmal darüber. Erstmal will ich den Thronsaal fertig haben. Dafür fehlt hier übrigens noch der Boden. Da will ich mich hier um die Forschungsstation kümmern und dann kann ich mich ums Schlafzimmer und um die. Also erstmal um die Gärtnerei hier kümmern und dann ums Schlafzimmer. So, hier brauchen wir wieder eine Brücke. Naja, ich könnte theoretisch in Richtung Kosteneffizienz jetzt gehen. Also sobald ich Plattenpanzer habe, nehme ich die beiden hier oben. Für die Arbeitergeschwindigkeit und dann gehe ich auf Kosteneffizienz. Erstmal weiter. Militär brauche ich ja nicht so dringend erstmal. Hier kann ich die Firma ausbuddeln. Oh, und hier gibt es ja immer noch Ressourcen. Ach ja, schön ist das. Wir haben +1, also
Und ich mal noch einen Forschungszwerg herbei. Ach, da ist ja auch noch Eisen gewesen.